Hallo YouTube und ein gut Kick an euch, an eure YouTube-Empfangsgeräte. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser kleinen, aber feinen Raw-Review vom 21.10.2024 unserer... Nee, eigentlich ist der 22. unserer Zeit, aber in Amerika ist der 21. Ihr wisst aber, was ich meine. Monday Night Raw. Und ich bin wieder da. Ich habe ja letzte Woche keine richtige Review gemacht. Es tut mir leid dafür. Jetzt sind wir am Start. Der Chat ist am Start. Und falls ihr am Start seid, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kanal weiter pusht. Erstmal vielen, vielen Dank für 6.000 Abonnenten auf YouTube. Dickes, dickes Dankeschön. Ich glaube, jetzt innerhalb von einem Jahr oder sowas gefühlt von 500 auf 6.000 hoch. Dafür ein dickes Dankeschön an euch. Jetzt haben wir das nächste Ziel, ist die 10. Ja, das wird ein bisschen dauern, aber ihr könnt ein Teil von dem Ganzen sein, falls euch die Videos gefallen. Falls euch der Content gefällt, Daumen nach oben, also liken, abonnieren, kommentieren. Ist auch immer gut für ein Algo, ihr wisst, ja. Wie sagt Steini so schön, einen Kommentar kommentieren, damit ein kommentierter Kommentar kommentiert wird für ein Algo. Ja. Auch da würde ich mich freuen und könnt auch gerne am Ende der Review, falls ihr alles gesehen habt, einmal eure Bewertung zu Raw unten reinschreiben. Wir schreiben, wie eben schon gesagt, den 21. Oktober in Amerika, den 22. Oktober in Deutschland und wir sind im Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania, USA vor ungefähr 12.700 Zuschauern. Und wer aufmerksam mein White-Six-Video gesehen hat, weiß, da ist heute ein bisschen was geplant gewesen und voraussichtlich geplant gewesen. Es gab leichte Hinweise auf das, was passieren könnte. Ob was passiert ist, da gehen wir jetzt in der Review drauf ein. Denn wir starten Monday Night Raw in absoluter bester Manier. Ich habe diesen Start von Monday Night Raw so geliebt und es war perfekt. Es war wieder perfekt und ich finde gerade, Bronson Reed schafft es gerade bei mir, einen Schritt immer, immer weiter nach oben zu kommen. Ich feiere die Art und Weise, wie Bronson Reed gerade in Szene gesetzt wird und wie er auch seine Kontrahenten in Szene setzt. Das ist ja auch nicht so unwichtig. Also die Art und Weise, wie gut er das macht und irgendwie immer für Chaos da ist, ist absolut Gold, ja. Wir starten mit der Ankunft von Bronson Reed. Irgendwie, was auch super bekloppt ist, irgendein Stück weit, weil Bronson, klar, war jetzt ein paar Tage nicht da, aber damit zu starten, okay. Aber während seines Ganges durch den Parking Lot, ja, durch diesen, über den Parkplatz Backstage, wird er von hinten so dermaßen mit einem Affentempo umgerannt von Seth freaking Rollins, vermöbelt im Backstage und nur damit Rollins nach dem Vermöbeln direkt Richtung Stage gehen kann. Durch die Gorilla-Position, die Jacke einfach irgendeinem Mitarbeiter an den Kopf pfeffert, um in den Ring zu gehen und zu sagen, ey, I couldn't care less, I don't give a F. Das ist Monday Night Messiah, Monday Night Rollins, es ist mir alles egal. Ich möchte jetzt hier sofort mein Match gegen Bronson Reed. Ja, wir machen das jetzt. Da passieren so viele Dinge auf so vielen Ebenen. Ich glaube, dass wir gerade so ein bisschen Bestätigung bekommen für das, was ich vor 2-3 Wochen schon mal gesagt habe. Und auch beim Comeback von Seth Rollins. Das ist für mich nicht der Seth Rollins der letzten Monate. Das ist genau der Seth Rollins, wie ich mir ihn wünsche. Der kommt raus. Seine Musik, es juckt ihn überhaupt nicht. Der geht einfach Richtung Ring. Ihm ist alles egal. Der lässt die Leute nicht singen. Er sagt, mach meine Musik aus. Was komplett untypisch ist für Rollins. Rollins ist eigentlich eher der Typ für... Häng nochmal einen Chorus hinten dran und vielleicht nochmal und vielleicht nochmal und vielleicht nochmal. Also der unterbricht alles, ist komplett on fire, ist auch wieder dunkel gekleidet, hat seine blonden Spitzen wieder. Also zuletzt ja schon nichts mehr von diesem ganzen Strahlemann und bunten Klamotten. Jetzt schon wieder alles sehr, sehr dunkel und düster und sehr, 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 sehr bösartig. Und vor allem so, wie soll ich das sagen, so loose cannon. Also gar keine Politik, sondern einfach richtig viel Energie. Die Energie, die mir bei Rollins die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, ein bisschen gefehlt hat. Ich mochte den Flipping Rollins, ich mag den, ich mochte den auch zur Mania-Zeit. Ich mochte auch die ganze Phase mit Rock und Cody und allem drum und dran. Aber der Rollins, den wir da gekriegt haben, war für mich der Rollins, den ich ein bisschen vermisst habe, der super viel Feuer hat, ja. Und das ist einfach schön und gut erzählt und ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe, der Chat darf mich da auch gerne bestätigen oder auch korrigieren. Ich glaube, den, wie soll man das sagen, den flippigen Rollins, ihr habt es, glaube ich, sogar schon geschrieben, den flippigen Rollins, ich glaube, den sehen wir erstmal nicht mehr.
Der hat so ein Hühnchen zu rupfen mit Bronson Reed. Das geht so, so tief, eben weil Bronson ihn so verletzt hat mit inneren Blutungen und so, ihr wisst, ja. Angeblich durch 6 Tsunamis oder 7 oder 8. Dass der, glaube ich, dadurch einen Knacks kriegt. Und diesen Knacks von wegen, ich bin zu nett. Irgendwie ist da so ein bisschen die böse Seite aus mir oder kommt wieder mehr aus mir raus. Das Ganze wird abgerundet. Also ich kann das nicht anders sagen als abgerundet, weil das so geil ist. Während Rollins noch im Ring steht, kommt natürlich Bronson Reed raus. Der schmeißt nochmal irgendjemanden da komplett über die Stage im Background. So. Du siehst einfach noch so einen Security-Mitarbeiter fliegen. Komplett über die Rampe. Kommt ebenfalls raus. Es geht Richtung Ring. Brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ja, die 33 Security-Männer reichen nicht für einen Bronson Reed. Die reichen ja nicht mal für einen Rollins. Wie zur Hölle sollen die für einen Bronson Reed reichen? Es gibt ordentlich Techtelmechtel im Ring. Es gibt einen ordentlichen Brawl im Ring zwischen den beiden. Und immer wieder wird natürlich versucht, da einzugreifen. Aber das Highlight ist die Aktion, die dann draußen stattfindet. Erstmal wird Seth Rollins schön auf den Tisch manövriert. Ja. Und dann dachte sich Bronson Reed, es wäre jetzt eine geile Idee, von der Absperrung noch einen Tsunami durch den Tisch zu machen. Okay, ich habe das nur gesehen und dachte, okay. Dann dachte sich ein Security-Mitarbeiter, das ist doch eine gute Idee, ich versuche den mal aufzuhalten. Ich meine, was wiegt der? 340 Pfund, glaube ich, wird immer angekündigt. Ich versuche den mal aufzuhalten, das wird schon klappen. Der wird einfach beim Hochgehen oder beim Hochstehen auf diese Absperrung, wird er einfach auf den Schultern gehalten und wird einfach von Bronson Reed in die Kamera geworfen. Liebe ich. Liebe ich. Und dann gibt es den Tsunami durch den Tisch, durch den Kommentatorenpult, das Kommentatorenpult, gefühlt nach den ersten 5 Minuten Show. Aber Rollins kann glücklicherweise noch so knapp ausweichen. Und du siehst daran, wie viel Impact dieser Tsunami hat. Guckt euch mal an, wie dieser Tisch wirklich explodiert. Das ist kein Zusammenfallen. Eins der Stücke fliegt, glaube ich, sogar komplett durch die Luft. Und jetzt stellt euch vor, ihr liegt da unter Bronson Reed und er liegt auf dem Tisch und der springt da so auf euch. Ja, Glückwunsch. Jetzt können wir ja nochmal sagen, wie schmerzfrei Wrestling ist. Ich habe so viel Bock auf Bronson Reed. Ich weiß nicht, ob das an ihm liegt. Ich weiß nicht daran, ob die WWE da gerade alles richtig macht. Ich war komplett drin im Match Bronson Reed gegen Braun Strowman. Das hat mich schon komplett abgeholt. Also da war ich so intensiv drin. Und jetzt sind wir in der zweiten Woche irgendwie, wo das Match jetzt angesetzt wurde und weil es halt schon mal die Ansatz der Fehde gab, beziehungsweise die Attacke von Bronson. Du könntest mir jetzt nächste Woche ein Match zwischen den beiden geben. Ich bin komplett on fire. Und Bronson macht das gerade unfassbar gut, weil der auch die Backstage-Segmente und die Backstage-Brawls so gut aussehen lässt und so echt aussehen lässt. Da ist so viel Tempo drin und so viel Aggressivität, aber auch immer dieser Funke Kreativität. Also wenn man das ganze Braun Strowman-Ding sieht, auch das Match und allem, was die für kreative Spots gewählt haben in der ganzen Fehde und dann auch mit dem Auto und allem drum und dran. Bronson gibt dem Kontrahenten, und das ist die große Kunst, gibt dem Face gerade richtig was mit. Der hat Braun Strowman richtig geile Fehde mitgegeben und ich finde, der gibt auch gerade dem guten Seth ein bisschen was mit. Und auch die ganzen Backstage-Brawls, die sehen so natürlich aus, liebe ich. Ich bin großer, großer Fan von Bronson Reed. Punkt. Ich war schon immer ein Fan von dem. Ich habe immer die Fahne hochgehalten. Der ist halt einfach so ein bisschen unterm Radar gewesen, was ich immer schade fand. Aber die letzten Wochen, eigentlich seit dieser Rollins-Nummer, seit diesen 6 Tsunamis, ist der bei mir so durch die Decke gegangen. Ich liebe den. Ich habe Bock auf den. Ich mag den im Ring. Der ist dynamisch. Der ist kreativ. Das sieht alles, jeder Move von dem sieht irgendwie aus, als hätte der Impact. Das ist einfach ein richtig geiler Typ und auch wenn du sein Interview siehst, ein richtig, richtig stabiler Typ. Es gibt nachher noch ein kleines Backstage-Segment, um das schon mal aufzugreifen, um das nicht gleich nochmal dazwischen zu schieben, wo, ich glaube, es ist Seth Rollins bei Adam Pearce steht. Adam Pearce ist Backstage am Telefonieren. Adam Pearce, kann man jetzt schon mal sagen, hatte, glaube ich, einer der schlimmsten Raws, die er jemals hatte. Da war nur Ärger, nur Tempo, nur Prügeleien, nur Unruhen, nur Kopfschmerzen. Ist am Telefon, ist schon total am Durchdrehen und dann gibt es einfach die Attacke Backstage auch nochmal, direkt vor den Augen von Adam Pearce und der rastet komplett aus. Ich habe Adam Pearce noch nie so gesehen und das ist auch nicht das letzte Mal an dem Tag, dass der ausrastet. Der rastet komplett aus und ich glaube, er sagt so,
Aspastons. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, Johnny Aspastons oder irgendwie sowas oder nach dem Motto, ihr nicht zuhörenden, doofen Menschen. Ja? Ihr wollt den Mist hier? Ihr kriegt den Mist. Crown Jewel, Bronson Reed gegen Seth Rollins. Und zack, habe ich Bock auf Crown Jewel. Bisher Crown Jewel bei mir auf dem Hype-Level von noch 2. Und mit dem Match ist das gerade wirklich Crown Jewel bei mir direkt auf eine 8 hochgeschossen. So blöd das klingt, ich habe richtig Bock auf das Match. Weil ich auch sehe, dass Seth Rollins Bock auf das Match hat. Und Bronson sowieso. Für Bronson ist das der nächste große Step. Und um schon mal so ein bisschen die Preview vorwegzunehmen. Das Ding muss Bronson Reed gewinnen, damit Seth Rollins endgültig komplett durchknallt. Mehr dazu in der Preview zu Crown Jewel. Geil. Geil, geil, geil. Richtig geiler Start, richtig Tempo drin. Ihr habt es auch eben schon gesehen, ich liebe diese Cutouts, also sprich dieses, du kommst einfach in die Halle und es wirkt alles so stimmig, es wirkt nicht alles so gestaged. So, du merkst, die kommen jetzt gerade an in der Halle und der geht einfach durch die Gorilla Position raus in den Ring, sagt, ich will dich vermöbeln und allem drum und dran. Das ist so cool gemacht. Ich liebe dieses Stilmittel seit Monaten, aber wenn es dann auch noch so gut inszeniert ist, dann liebe ich es doppelt und dreifach. Also das ist richtig, richtig stark. Und ich hoffe, dass das die nächsten Wochen und Monate noch ein bisschen häufiger der Fall ist, dass man das sieht. Ja. Darf man gerne zur Gewohnheit werden lassen. Dann geht es eigentlich schon weiter mit, ja, vielleicht, ich nehme mal diese Backstage-Segmente so ein bisschen raus. Also wir hatten Damage Control im Backstage. Damage Control, die so eine leichte Fehde andeuten mit Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Das heißt, daraus, aus diesem Backstage-Segment findet auch noch ein Match am späteren Abend statt. Ob man das braucht, da können wir gleich drüber reden. Dann gibt es nochmal eine kleine Promo von Bron Breakker. War auch alles in Ordnung. Und dann kommen wir zu dem, wir haben schon im Stream drüber gesprochen, was schon wichtig ist, trotzdem nochmal zu erwähnen. Gestern Abend ist die Nachricht durchgesickert, dass Samantha Irvine nicht mehr Teil der WWE ist. Erst hieß es, dass sie das wirklich auch erst am Montagmorgen gesagt hat. Dann hieß es aber auch in Kommentaren von Samantha, glaube ich, auf Twitter, auf X, dass sie das schon vor ein paar Monaten mit der WWE abgesprochen hat und denen mitgeteilt hat. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man noch so keinen Abschied von ihr hat. Ich hoffe, dass man noch ein cooles Event für sie findet. Vielleicht Survivor Series, dass sie noch einmal so diesen Jahresabschluss machen kann. Oder vielleicht das Saturday Night Live Ding, was so speziell ist. Ich würde mir sehr wünschen, dass man sie vernünftig verabschiedet. Die Frau hat sich das verdient. Wie gesagt, wir haben da ausführlich drüber gesprochen. Vielleicht kommt da noch was zu, gucke ich mal. Aber die Frau ist wirklich ein Geschenk gewesen für die WWE. Die hat sehr vielen Leuten sehr viel mit auf den Weg gegeben, sehr vielen Wrestlern sehr viel mit auf den Weg gegeben. Die waren Highlight jedes Mal, wenn sie gesprochen hat oder was angekündigt hat. Sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite hat man, glaube ich, genau den richtigen Schritt gemacht bei der WWE, denn Lillian Garcia ist zurück als Ringsprecherin bei der WWE. Ja, Ikone, ikonische Stimme, ikonische Ausstrahlung. Wird aller Voraussicht nach, so wie ich das jetzt auch gehört habe, bis auf Weiteres und auch in der Zukunft, Samantha Irvine ersetzen. Also es ist jetzt nicht nur so ein One-Night-Only-Ding, sondern soll das auch in Zukunft machen. Ich glaube, das ist die beste Lösung, die man dafür finden kann. Das ist vollkommen in Ordnung. War jetzt nicht so bei 100% in der Show, aber ich glaube, habe ich eben auch schon mal gesagt, gebt der Frau ein bisschen Zeit, die ist auch ein bisschen raus. Ist die beste Option, die du finden kannst. Die Leute identifizieren sich auch mit einer alten Zeit, was das angeht. Also von daher ist das, glaube ich, die smarteste und klügste Lösung. Ich hoffe trotzdem, dass wir Samantha noch einmal sehen werden. Das wäre sehr, 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 sehr schön. Ja. Vor allem bin ich froh darüber, dass wir nicht, ich weiß schon gar nicht, wie sie heißt, die früher bei NXT war und jetzt bei SmackDown ist, dass sie nicht die Ringsprecherin davon geworden ist. Ich möchte sie generell nicht sehen, die ist wirklich furchtbar, die ist für mich ein Cosplay von Samantha Irvine. Selten eine gesehen, die wirklich so, so schlecht ihren Job macht. Ich finde es ganz schlimm. Ja. Ist aber ein anderes Thema. Das soll uns jetzt hier nicht kümmern, aber was uns kümmert, und ja, was soll ich sagen? Es wird heute mal kein exklusives Video geben. Ich glaube, das kriegen wir hier gut rein. Es gab Match numero uno an diesem Tag. Vorher war es ja nur der Brawl. Jetzt gab es Match numero uno mit dem Tag Team Match zwischen The New Day und dem Final Testament, in dem Fall Akam und Rezar. Kofi Kingston und Xavier Woods gegen Akam und Rezar.
Klingt auf dem Papier schon so wie, ja, das sollte eigentlich ein schnelles Ding werden. Wenn Akeem und Rizar nicht zwei Kandidaten dafür wären, sich halt wahrscheinlich auch von einem Bugs Bunny einrollen zu lassen. Denn die beiden können auch nur per Roll-Up verlieren. Ich weiß gar nicht, vielleicht weiß der Chat das. Haben die beiden schon mal verloren, also clean, das heißt clean verloren. Clean verloren ist das Falsche. Normal verloren? Also ich glaube, die haben bisher wirklich alle ihre Matches, die sie gemacht haben, durch einen Roll-Up verloren. Irgendwie sowas, durch einen unerwarteten Pin. Nicht durch irgendeine harte Aktion, weil sie halt wirklich so ziemlich gegen jeden verloren haben, außer, glaube ich, zum Start. Und auch das sollte jetzt hier der Fall sein. Natürlich, Final Testament kommt raus mit The Miz. Ja, die haben ja sich so ein bisschen die letzten Wochen so ein bisschen angefreundet, gerade Karrion Kross und The Miz, da ging ja so ein bisschen was, so ein kleines Techtelmechtel. Der ist natürlich mit am Ring. Was soll der, wo soll der auch sonst sein, wenn nicht in dieser Situation bei diesem Tech-Team dabei? Und entscheidend ist R-Truth. Ich weiß gar nicht, ob man das. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals von R-Truth gesehen habe. R-Truth ist sauer. Ja. Truth ist sauer. Kommt raus und attackiert The Miz. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. R-Truth, der netteste, süßeste und liebste Mensch auf diesem Planeten, kommt raus und attackiert The Miz. Natürlich zu Recht. Zu 100% zu Recht. Brauchen wir gar nicht drüber reden. The Miz hat jeden Schlag verdient. 100%. Das Ganze führt aber dazu, dass das ganze Match so wirr wird und so durcheinander gerät und keiner mehr richtig Fokus hat, dass es dann den Roll-Up gibt von Kofi Kingston an Rizar und The New Day gewinnt gegen Final Testament, AOP, Akeem und Rizar. Die beiden, und die waren auch das Match ging 8 Minuten 30, ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hattest, die wurden komplett wegdominiert, New Day, sondern ich hatte tatsächlich so das Gefühl, es war Augenhöhe, wenn nicht so, so ein bisschen leichter Vorteil für New Day. Was ich überraschend finde in der Konstellation. Denn gerade Akeem und Rizar sollten für mich eigentlich alles darstellen, nur nicht Opfergaben. Also das ist, die haben bisher noch gar nichts gerissen seit ihrem Comeback. So ein gutes, cleanes Tag-Team, was auch ein gutes Moveset hat und auch was ausschaltet, sind zwei Riesenbrecher, Riesenkanten und man macht einfach nichts mit denen. Ja. Nach dem Match lassen sich New Day feiern für ihren Sieg und R-Truth natürlich auch, der ist ja Teil des Ganzen, der hat ja mit dazu irgendwie beigetragen. Kofi und Xavier verlassen schon mal die Rampe. Was super smart ist, was auch super smart ist von R-Truth, dann im Ring zu bleiben. Und R-Truth stellt sich auf den Top-Rope und jubelt noch und feiert und sagt, ich bin der Gewinner, wir haben es hier gewonnen. Hat aber dabei vergessen, dass Xavier Woods und Kofi sich in der Zeit schon abgemacht haben. Schade für ihn. Und er steht dann AOP, Karrion Kross, Scarlett und natürlich auch noch The Miz gegenüber. Der ja gerade attackiert wurde von ihm und der nimmt komplette Rache an ihm, prügelt auf ihn ein, haut ihm komplett die Kieferleiste durch und auf einmal passiert es. Didim. Licht ist aus. Stimmt, Paul Ellering habe ich vergessen. Das Licht ist aus. Ding. 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 Und statt des ganzen Entrances der White Six bekommen wir alle vier instant am Ring. Liebe ich. Ich frage mich immer wieder, wie man das macht, wie man die in diese Position kriegt. Jetzt könnte man sagen, ja, die lagen unterm Ring. Ja, aber wie lange? Wie hat man die da sonst reingekriegt? Die sind ja, haben wir auch alle einen Outfit an und jetzt keine, also ich sag mal, leichten Sachen. So gerade auch, wenn du mal Nikki Cross und so siehst. Aber irgendwie haben sie es geschafft, da vier, fünf Leute unterzubringen unter dem Ring, ohne dass man es vielleicht mitbekommt. Vielleicht haben wir eine Halle mitbekommen. Kein Plan. Vielleicht sind die auch von außen irgendwie reingestürmt. Weiß ich auch nicht. Aber es gibt die Attacke der Wyatt Six auf das Final Testament und Karrion Kross. Sollte man sagen. Ich möchte übrigens mal ganz kurz ein großes Lob aussprechen. Ich liebe diesen Move von Nikki Cross vom Top Rope. Dieser Front Splash irgendwie, einfach so, als würde der Gegnerin in die Arme springen. Den hat die mittlerweile so richtig zu ihrem Signature gemacht. So ein richtiger, ja, wie soll ich das denn sagen? Als würde sie wirklich so einem Untoten entgegen, also der dir einfach entgegenspringt, so ein Zombie, der dir entgegenspringt. Der sieht unfassbar gut aus. Also ich sehe den total gern, den Move. Generell sieht das alles super, super clean aus, was die White Six machen. Ich finde einfach, dass die eine coole Ausstrahlung haben, dass die eine coole Dynamik miteinander haben. Jetzt wurde die Powerbomb auch noch ein bisschen umgewandelt. Die Powerbomb hat jetzt, also man hat ja so ein bisschen Dexter immer als Cannonball genutzt in der Powerbomb, um die dann in eine Menschenmasse zu schmeißen. Hat man hier auch gemacht, aber sonst immer war es Joe Gacy, der es gemacht hat. Diesmal war das Eric Rowan. Und Eric Rowan packt ihn sich
und schmeißt ihn komplett auf Akeem und Rizar. Es sah ein bisschen unsauber aus. Also ich habe das Gefühl, nicht so geil gelandet. Aber wieso auch Schulter an Schulter oder so? Kein Plan. Aber Fakt ist, gutes Tempo drin. Genau, Powerbomb war das letzte. Ja, und dann ist eigentlich genau das eingetroffen, was wir so ein bisschen, was ja auch in dem Video vermutet wurde, was aber so, glaube ich, nicht geplant war. The Miz ist ja, wie man ihn kennt, The Miz hat ja so, auch so ein bisschen Vergangenheit mit The Fiend, mit diesen ganzen dunklen Dingern. Der hat auch mit Dexter eine Vergangenheit, eine sehr, sehr gute Vergangenheit sogar. Heißt, der ist natürlich auch ein bisschen eingeschüchtert, vielleicht auch ein bisschen voreingenommen. Und der liegt einfach winselnd mitten im Ring, zusammengekauert wie sonst was. Und ist einfach nur froh, dass keiner mehr da ist und dass dieser Kampf außerhalb der Arena weitergeführt wird, beziehungsweise außerhalb des Rings. Und in dem Moment, wo er aufsteht, taucht natürlich Howdy hinter ihm auf. Und während er die Mandible Claw ansetzen möchte, kommt der Heilsbringer, der junge Gott, ja, jung ist falsch, ja, der Gott, der Retter in der Not, Paul Ellering, und schiebt den Mist zur Seite und kriegt die Mandible Claw ab. Und damit, ob man es will oder nicht, ja, ist das Bild, was wir letzte Woche noch in dem ganzen QR-Code-Dings hatten und auf den Tweets, auf einmal wahr geworden. Denn statt The Miz erwischt es einfach Paul Ellering. Und damit, was soll ich sagen? Ist genau das passiert, wie es angekündigt war. Unabsichtlich, aber es ist genauso passiert, dass Paul Ellering da eine Mandible... Also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht Paul Ellering in der Mandible Claw. Kann man machen? Ich bin jetzt gespannt, wo das hinführt. Ich denke, man schreibt Paul Ellering so ein bisschen raus und er könnte vielleicht irgendwie so eine Art Überraschungseffekt werden. So, eigentlich das erste Mal, dass er irgendwie so richtig in irgendwas involviert ist bisher, Paul Ellering. Aber es liegt auch daran, dass das Stable absolute Grütze ist. So, bisher. Also es ist ja zu gar nichts, hat ja zu gar nichts gebracht, zu gar nichts geführt bisher. Vielleicht ist das so der erste Schritt, um da irgendwie mal so ein bisschen in Fokus zu rücken. Und oder man nimmt ihn damit raus. Das kann auch sein, weil das vielleicht alles ein bisschen zu groß ist für den. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Beides ist eine Option. Ich habe es gerade auch schon mal im Chat gelesen. Das möchte ich auch festhalten. Das hat mich auch sehr gefreut. Der Pop für die White Six waren enorm. Als das Licht ausging und die ersten Töne erschallert sind, durch die Arena gehallt sind, es war ein richtig, richtig guter Pop für die. Das hat mich gefreut, weil auch ich ja die letzten Wochen da sehr viel Kritik geübt habe in der Erzählweise. Ich weiß, was die WWE mit denen machen möchte. Also die White Six sollen was Besonderes bleiben. Ich glaube, das soll so eine Attraktion bleiben. Und das finde ich auch vom Ansatz her gut. Das kann man auch so machen. Und ich will die auch gar nicht jede Woche in jeder Fehde und dann eine Fehde beendet und dann wieder in der nächsten direkt drin. Die dürfen sich auch gerne ein bisschen Pause dazwischen nehmen. Die sollen eine Attraktion bleiben. Was mir halt fehlt, und ich hoffe, dass das jetzt mit der Fehde startet, ist die Erzählstruktur. Warum? Weshalb? QR-Codes. Was haben die für eine Bedeutung? So. Gebt mir ein bisschen was mit an die Hand. Ihr müsst mir nicht alles erzählen, aber gebt mir ein bisschen was mit an die Hand, was die White Six angeht. Da ist so viel offen und so viel, was man noch erzählen kann. Das fehlt mir. Aber gerade jetzt hinsichtlich dessen, dass The Miz jetzt damit drin ist und The Miz eine Vergangenheit hat mit Bo Dallas, kann ich mir vorstellen, dass da was passiert. Auch hinsichtlich dessen, dass nach der Attacke auf Paul Ellering, und ich hoffe, ich habe das richtig gehört, vielleicht kann der Chat mich auch ein bisschen bestätigen oder korrigieren, wie auch immer. Nach der Attacke sitzt natürlich Onkel Howdy, wie er da immer sitzt, auf dem Boden, Arme ausgebreitet und du hörst nur ein Believe. Believe. Und das klingt für mich schon nach so einem leichten Callback zur alten Bo Dallas-Zeit. Und vielleicht ein Hinweis darauf, der hat doch nicht mal Live for You gesagt. Niemals mal live for you gesagt. Kann es sein, dass du oder sowas? Ganz klar hat er gesagt, mal live for you. Das kann man, also alles andere wäre wirklich total absurd. Also ganz klar, my life for you. Das, was wir die letzten Wochen auch gehört haben von ihm. Belief macht in der Situation auch wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Gar nicht, ja. Also das ist ja total bescheuert, wer sich so einen Müll ausdenkt. Das können nur sehr schlechte Writer sich ausdenken. Dementsprechend, my life for you. Das, was wir die letzten Wochen von Howdy sehr häufig gehört haben. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung das führt. Ich hatte was anderes im Kopf. Schade. Ich hatte ein gutes Mistding im Kopf. Aber ihr wisst auch, und ich glaube, ich weiß es auch, und wir wissen das alle, es wird auf jeden Fall ein bisschen was mit The Miz geben. Ich hoffe, dass wir so ein Heads-up kriegen von The Miz und Dexter. Hätte ich mega Bock drauf mit ihrer Vergangenheit, die die haben. Weil Dexter ja auch schon lange nicht mehr so aussieht, wie er vorher ausgesehen hat. Und ich glaube, dass das bei The Miz noch so ein bisschen
ein bisschen die Synapsen durchbrennen lässt. Ja, ich hoffe, dass da ein bisschen was erzählt wird. Mir sollte man auf jeden Fall ein bisschen mehr mit an die Hand geben. Vielleicht halt eben trotzdem die Geschichte auch von Bo Dallas und The Miz, was in der Vergangenheit sich so abgespielt hat. Von mir aus auch die Geschichte von Dexter und The Miz noch mit reinbringen. Haut alles voll, was ihr an Input da reinhauen könnt, um die Geschichte zu erzählen. Ich habe sehr viel Bock drauf. Ich finde die Inszenierung gut, so wie sie ist. Mach sie so wie dieses große Ding. Dieser besondere Moment in der Show, der Pop war ja großartig. Anscheinend hat es ja funktioniert. Das muss man ja auch sagen, so bei aller Kritik. Anscheinend war es gut, sie mal 2-3 Wochen rauszunehmen. Weil die Leute waren ja komplett euphorisiert. Die waren ja total drin. Und es gab auch This is Awesome Chance und sowas. Also von daher, all good, all easy. Und um das noch abzurunden, gab es im Nachhinein nochmal ein Backstage-Segment, um das auch schon mal vorwegzunehmen. The Miz war sehr, sehr schnell dabei, seine Koffer wieder zu packen. Das kann er ja sehr gut, ne? Wenn es brenzlig wird, macht er natürlich die Düse, ja? Und wollte abdüsen. Und da hat dann Karrion Kross gesagt, so, Keule, hör mir mal zu. Komm mal her, komm her, komm ran. Voila, komm ran. Keule. Was ist dein Plan? Hey, war eine coole Zeit mit euch. Danke für alles, was ihr für mich getan habt, aber da muss ich jetzt leider passen. Ne? Also das mit Thema mit den White Six, da müsst ihr dann alleine durch. Und dann sagt Karrion Kross in einer... Also erstmal ist er sehr ruhig, dann wird er sehr bestimmend, um wieder sehr ruhig zu werden. Sagt eigentlich nur, einer meiner Leute hat sich eine Kugel für dich eingefangen. Du hast jetzt zwei Optionen, The Miz. Die eine Option ist, du stellst dich mit uns, den White Six, du bist bei uns. Die andere Option ist, du stellst dich nicht mit uns an unsere Seite, dann kümmern wir uns um dich. Du hast diese beiden Optionen. Und naja, also er hat natürlich in beiden Situationen verloren, machen wir uns nichts vor. Aber bei der einen hat er ja wenigstens noch 4 Leute oder 3 Leute, die ihm so ein bisschen Backup geben können. Bei der anderen, I doubt it. Ja, dementsprechend wird er sich natürlich auch ein bisschen für Final Testament gezwungenermaßen entscheiden. Und ich bin gespannt, wo das die Wochen hingeht. Ich finde es gut, dass man das so auf die Storyline bringt, dass ist für mich die letzte Chance, und das sage ich jetzt klipp und klar, das ist für mich die allerletzte Chance für The Final Testament. Allerletzte Chance, wirklich. Weil sonst geht da nichts mehr. Nada, niente. Das Thema ist dann durch für mich. Und kann mir aber vorstellen, dass man hier noch 2-3 weitere Ebenen aufmacht. A, bin ich gespannt, wie man R-True mit White Six verbindet, weil R-True halt auch schnell den Hang hat dazu, Sachen ins Lächerliche zu ziehen oder ob man ihn da komplett rauslässt. Kann man aber eigentlich auch nicht so ganz, weil sie kommen ihm ja zur Hilfe. B, was ist der nächste Schritt von The Miz? Wird sich The Miz nochmal versuchen, so ein bisschen an R-Truth anzubauen, so nach dem Motto, hey, es tut mir sehr, sehr leid, du hattest recht. C, und das ist auch interessant und wichtig, was passiert mit Xavier Woods / dem New Day? In dem Moment, wo R-Truth im Ring vermöbelt wird, möchte Kofi Kingston dann nämlich eigentlich zurück und möchte ihm helfen, weil R-Truth hat ihnen ja auch geholfen, damit die den Sieg holen. Und Xavier Woods hält Kofi Kingston davon ab mit den Worten, du musst fit sein, Tag Team Match, Contender Match und allem drum und dran. Kurz gesagt, opfert R-Truth, einer, der ihm helfen wollte, letzte Woche schon gestänkert und am späteren Verlauf auch nochmal ein bisschen mit Rey Mysterio so eine sehr, sehr saftige Fehde angefangen. Also Xavier Woods ist gerade so der Unruheherd überhaupt an Kofis Seite. Also da gibt es halt auch Optionen, dass vielleicht die White Six auch irgendwie Richtung Xavier gehen können. Vielleicht schließt sich Xavier Woods auch noch irgendwie Final Testament auf einmal an. Da gibt es ja auch so ein bisschen Techtelmechtel, keine Ahnung. Also du hast auf jeden Fall ein bisschen was zu tun, was die Geschichte angeht. Aber so wie sich auch das Verhältnis ist, gerade beim New Day, ist das, glaube ich, nur eine Niederlage davon entfernt, dass auch die sich splitten werden. Vielleicht im großen Match, wenn es dann um alles geht oder sowas. Cross mit Woods ist einfach WWE, Schere, Stein, Papier. Bilder im Kopf. Ist egal. Ja, also was ich nochmal sagen wollte, Final Testament ist für mich die letzte Chance, irgendwie einen Durchbruch zu machen. Sonst hat das Ding keine Zukunft. Aber, ja,
Ich möchte ganz kurz noch ein Aber einwerfen. Karrion Kross hätte eine Chance bei mir, weil Karrion mir die letzten Wochen sehr gut gefällt in den Promos und in der ganzen Darstellung und auch jetzt in der Promo gut gefallen hat. Ich habe aber eine Sache auszusetzen und das ist prinzipiell eine grundlegende Sache an der ganzen Inszenierung. Wisst ihr, was mich dabei stört? Ganz, ganz enorm stört. Das ist die Differenz vom Auftreten von Karrion Kross auf Social Media und im Ring. Denn der hat bei Social Media, auf Twitter, so in Richtung White Six geschossen, dass du ja, wer das Video gesehen hat von mir, sonst schaut es euch gerne nochmal an, man hat ja gesehen, er wollte das. Der wollte das provozieren. Der will ja, dass die rauskommen. Der sagt ja durchgehend, ey, there you are und ich bin noch da und ich weiß, wie ihr tickt, ich weiß, wie ihr drauf seid. Und dafür war der für mich zu, wie soll ich das sagen im Ring, zu überrascht. Überrascht vielleicht auch das falsche Wort. Zu wenig selbstbewusst. Für mich wäre es geiler gekommen, weil er konnte ja damit rechnen, dass das passiert. Ja, weil der hat sie ja dazu gezwungen, der hat sie ja dazu gelockt. Ich hätte es persönlich geiler gefunden. Licht aus, so wie es ist, alles so wie es ist. Und dann siehst du, wie diese vier in dem Ring sind. Und statt, dass er da irgendwie so sagt, so ruhig oder sowas, wie ich sehe, wie Karrion Kross da steht und sagt, ich wusste es. Das wäre geil gewesen. Weil dann habe ich sofort einen ganz anderen Eindruck von Karrion Kross. So, dann kann er immer noch vermöbelt werden. Dann ist das auch okay. Aber ich will, dass Karrion Kross weiß, worauf der sich einlässt. Ob der einen auf die Ömme kriegt danach oder vielleicht wird ihm dann erst bewusst, auf was der sich eingelassen hat. Aber für mich hat da die Selbstbewusstsein in der Situation gefehlt. Ja, irgendwie war das schlecht verkauft für das, was auf Twitter da passiert ist die ganze Zeit. Fand ich nicht so geil. Also ich hätte den irgendwie anders dargestellt. Weiß nicht, wie ihr das seht, Chen, aber wenn ich das vergleiche mit dem, wie die Außendarstellung eigentlich ist, keine Ahnung, fand ich nicht so schön. Um ehrlich zu sein. Was ich geil gefunden hätte, Whites machen sich zum Angriff bereit, aber Final Testament steht schon außerhalb des Rings. Somit, wir wussten, dass ihr kommt. Ja, sowas. Ich will sehen, dass die vorbereitet sind, weil das war ja, die waren ja drauf vorbereitet eigentlich. Deswegen fand ich das irgendwie so ein bisschen underwhelming. Ich fand das ein bisschen underwhelming, sage ich euch ehrlich. Naja. Nicht underwhelming, ist auch falsch. Ich fand den Auftritt eigentlich geil, aber da war mehr drin. Es hatte mehr Potenzial. Zum Thema mehr Potenzial ist eine perfekte Überleitung, denn es gab eine Videosequenz von Raquel Rodriguez übrigens. Würde Kross feiern als einer, der keine Angst vor Onkel Howdy hat und mit seiner Uhr spielt, während er ständig vermöbelt wird, Woche für Woche und am Ende eventuell Gacy, Loomis oder so da rauszulocken und das Kauf zu nehmen, der kann sowas. Das wäre geil. Das ist so ein guter Ansatz, Panda. Ich cutte nochmal ganz kurz das Raquel-Ding. Wenn, und das ist ja so das Karrion Kross-Ding die letzten Wochen, so Leute irgendwie zu bekehren und sozusagen, hey, passt du da überhaupt rein? Wenn er sich einen Dexter Loomis oder einen Joe Gacy daraus pickt, genau die beiden, einer von denen, und sagt, hör mal, du hast so eine große Karriere, du warst die Zukunft, jetzt bist du da mit dieser Freakshow unterwegs. Natürlich wird es schwierig, einen von denen da überhaupt rauszukriegen, aber der kann den ja auch über eine Promo im Ring oder sowas ansprechen, der muss ihn ja nicht direkt ansprechen. Dann sage ich, kenne dich, ich habe dich beobachtet, ich kenne dich von NXT, warum tust du dir das an? Und man dann vielleicht damit ein bisschen spielt und dann zum Beispiel Karrion Kross in eine Falle lockt, sodass du merkst, dass Joe Gacy ihm nahbar wird. Aber da sage ich dir auch, die Idee gut, aber zu früh für das, wo die Wyatt Six gerade stehen. Wenn du das Thema aufmachst nach einem halben, dreiviertel Jahr oder einem Jahr, wo die ein bisschen etablierter sind und die ein bisschen erzählt haben, finde ich, kannst du das machen. So als zweite Storyline wäre das ein bisschen schwierig, aber die Idee ist geil. Weil dann könntest du halt Karrion Kross voll in die Falle locken. Ja, das wäre so geil. So nach dem Motto, ja, du hast recht. Du hast recht. Und dann, weiß ich nicht, verschleppen die den oder so. Aber ich brauche den auf jeden Fall selbstbewusster, Karrion, in der Fehde. Ich hoffe, das zeigt sich die nächsten Wochen. Ich denke, das zeigt sich auch die nächsten Wochen, denn da wird ein bisschen was passieren in der Hinsicht. Also ich glaube, dass auch die White Six ein bisschen was auf die Ömme kriegen werden. Endlich mal. Genau, was man endlich hätte sein lassen können, ne, da möchte ich kurz eine gute Überleitung bringen, ist, dass Raquel Rodriguez spricht. Ihr wisst, ich bin ein großer Raquel-Fan. Ich fand auch das Promo-Video echt gut, bleibe ich bei. Ich finde, das war ein echt solides Promo-Video von ihr, die kann auch Promos halten. Vor allem als Heel, überhaupt nicht als Face. Als Heel, finde ich, macht die stabile Promos, weil die wirkt halt bedrohlich. Die ist halt eine Kante, Raquel. Die kann auch was liften. Versteht ihr?
Weil sie im Tech-Team ist mit morgen. Auf jeden Fall hat die... ein bisschen was an Charisma und Ausstrahlung, was Dings angeht, was ihre Art angeht, wenn sie Heal ist. Aber ich habe das viel mehr gefeiert, als sie einfach nur so wie so ein Bodyguard neben Liv Morgan stand. Das habe ich viel cooler gefunden. So nicht viel reden, einfach machen lassen. Und wir haben leider ein bisschen zu viele Sprachsegmente gekriegt von ihr. Ja, es ist eine Heal-Raquel, das ist tendenziell schon mal gut. B, wollte ich sie aber viel stummer haben. Lass doch Liv reden. Einfach Neuzeit Nash und Michaels, ja. Das Lachen von Liv verfolgt mich in Träumen, ne? Auf jeden Fall gibt es ein Tag-Team-Match. Io Sky und Kairi Sane gegen Raquel Rodriguez und Liv Morgan. Gutes Match, stabiles Match. Gibt es nicht viel Negatives drüber zu sagen. War alles in Ordnung. Ich glaube, Damage Control macht gerade einen ganz, ganz großen Schritt vorwärts. Ich glaube, da passiert demnächst was. Mein Gefühl ist, dass die ein bisschen nach Gold greifen werden, weil die auch im Ring gerade gut performen und sich immer mehr eingrooven. Das Match gibt es in No Contest, weil Jakara Jackson und Lash Legend eingreifen. Ja? Oder sie werden erstmal ein bisschen provoziert und dann greift Lash Legend auch nochmal ein. Lash Legend macht sich gerade echt gut, sage ich euch auch. Also nach dem Sieg da am Freitag bei SmackDown habe ich gerade das Gefühl, die wollen die beiden gut positionieren. Die haben eine gute Chemie miteinander. Die haben eine coole Ausstrahlung. Lash Legend im Ring, kann man machen. Ich muss mich vielleicht korrigieren von meinem NXT-Rating. Ich fand die nicht so krass, aber hat schon gut zugelegt. Hat gute Power-Moves drauf. Wie gesagt, das gegen Piper Nevin am Freitag. Das ist alles aber nicht selbstverständlich, was sie da gemacht hat. Und gibt eine Disqualifikation. Mehr braucht man, glaube ich, zu dem Match nicht sagen. So, da schwächst du keinen mit in einem DQ-Ding. Es gibt ein Heads-Up zwischen Jakara Jackson, Lash Legend, Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Ja, gibt einen schönen Face-Off zwischen den Vieren. Was darin endet, dass Pointless Song startet. This is my brutality. War gut, oder? Muss aber dazu sein, dass ich immer noch ein bisschen Halsschmerzen habe. Also ich glaube, so gut kommt es dann doch nicht rüber, wie es eigentlich sein könnte. Denn es kommt Liv Morgan, sag ich schon, Rhea Ripley heraus. Rhea Ripley ist ready, set und go und bereit dafür, sich das endlich vorzunehmen. Ja. Ich muss kurz überlegen, wie heißt der Move nochmal? Also es gibt halt einfach keine Reihen im Ring. Wir brauchen da gar nicht groß drauf einzugehen. Wie heißt der nochmal? Die haben den auch genannt. Was mit Crap? Trap? Trap? Prison Trap? Prison Crap? Prison Grab? Prison Trap. Ich glaube Prison Trap, ne? Ich glaube Prison Trap. Ja, Prison Trap. So rum war's. Ja, ich habe mir das heute zwei, dreimal angehört, aber ja, das ist dieser geile Aufgabegriff von Rhea. Der sieht wirklich geil aus. Ich mag den. Weil wie sie da die Füße hochgreift und sowas, das sieht geil aus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ganz, ganz offen und ehrlich zu euch. Ich finde alles daran, und am Anfang war ich voll investiert in das ganze Judgment Day Ding, Rhea Ding, Liv Ding, Dom Dom Ding. Geliebt. Komplett geliebt. Rhea ist halt auch hier dominant. Die nimmt eigentlich erst Raquel auseinander. Dann nimmt sie Liv auseinander. Liv wehrt sich noch ein bisschen. Und dann nimmt sie auch noch Dom Dom auseinander. Der auch nochmal in den Prison Trap reinrutscht. Und ich sitze hier und guck das und denke mir, ja, ist cool. Rhea ist halt Rhea. Raquel ist die gerade so am meisten gegen sie ausmachen kann, weil die hat keine Angst vor Rhea. Liv hat komplett Todesangst vor ihr. Ist cool. Aber dann sitze ich hier und denke mir, wo wollt ihr denn hin damit? Also ich weiß halt nicht, wo das hinführen soll. So, der Titel ist gerade so, ja, den will Rhea zurückhaben. Okay. Ja. Verstehe ich. Aber es erzählt mir auch nichts weiter. So, Rhea hasst Domdom, Rhea hasst Liv. Jetzt hat Liv halt noch jemand Starkes an ihrer Seite. Tendenziell dürfte Rhea eigentlich keine Chance haben, wenn Raquel und Liv auf sie gehen. Sah jetzt nicht ganz so aus, wobei man sagen muss, dass natürlich Liv sich auch die ganze Zeit versteckt hat. Aber an sich ist sie ja jetzt auch noch eine Person weniger. So, ich habe so ein bisschen... Das ist mir alles immer noch ein bisschen zu stark dargestellt gegenüber dem Judgment Day. Judgment Day wirkt nach wie vor ein bisschen wie Würstchen. Auch in der Situation.
Es kann nicht sein, dass Rhea alle drei ohne Probleme platt macht. Ja, es kommt ja immer ein bisschen auf die Situation an. So. Raquel hat sie ausgespielt, Liv hat Angst vor ihr und Dom ist halt einfach in die Falle getappt. Ich finde, das kannst du in der Situation schon machen, aber das Problem ist halt einfach, dass du das schon seit Wochen hast. Also auch bei Damien auf der Seite. Damien hat die auch komplett wegdominiert. So. Da hat auch alles funktioniert und Rhea ja auch. Nur, dass Rhea natürlich nicht ganz so viel Gegenfeuer hat, wie zum Beispiel Damien. Jetzt gibt es dann nochmal einen Kontrahenten mehr mit Raquel und trotzdem schafft sie es. Irgendwie, weil ich sitze hier halt und denke mir, ja, das ist die Fehde, die wir jetzt seit 3-4 Monaten haben, aber wo wollt ihr hin? Was wollt ihr mir erzählen? Also soll es jetzt dann nochmal ein Match geben? Okay. Aber das nächste Match muss Rhea ja gewinnen. So, den Titel siehst du kaum. Okay, ist halt einfach nicht viel da gerade. Aber das nächste Match muss Rhea ja gewinnen. Also was willst du denn sonst erzählen mit ihr? Das raff ich halt nicht dabei. Man hat sich mit Rhea in eine Ecke gebuckt. Weiß ich nicht. Ich sag nicht, dass man sich mit Rhea in eine Ecke gebuckt hat. Ich glaube, dass man sich mit allem drumherum in eine Ecke gebuckt hat. Weil man den Frauen halt einfach keine Aufmerksamkeit gibt. Was war sonst groß? War sonst ein Frauenmatch auf der Card in den 2 Stunden? Du hattest das Tag-Team-Match und that's it. Und wir reden von einem Tag-Team-Match, wo es nicht mehr um die Gürtel geht. So in dem Sinne. Da hat jetzt nicht mehr so viel Tragweite. Was ich hoffe, ist, dass man vielleicht so ein bisschen Lash Legend und sowas aufbaut und Jakara Jackson und dann vielleicht Richtung Damage Control. Du baust halt außerhalb von ihr immer noch nichts auf. Und so langsam müsste dir das eigentlich bewusst werden, dass außerhalb von Mami nicht viel da ist. Und Liv als Champion finde ich, ich fand auch alles gut. Fand auch alles in Ordnung, wie man es erzählt hat, wie man es gemacht hat mit Judgment Day, Liv und Dom. Aber guck mal, das ist so ein bisschen, ist für mich so ein bisschen die Low-Budget-Version von den Wyatt Six. Du sitzt da wochenlang und denkst dir, was ist, wenn Finn Balor, das mit dem Hotel-Ding und hier und Dom und dann passiert das und dann könnte das passieren. Vielleicht ist ja doch der mit der unter einer Decke und der mit dem. Und im Endeffekt ist es halt eigentlich, ja, wir machen erstmal 4 Matches, bis die Titel wechseln. So, es ist total stumpf erzählt, hat super viel Tiefgang eigentlich oder könnte viel Tiefgang haben, aber es wird auch nicht umgesetzt. Das Einzige, was du jetzt an Gefühlen hast, mit den Backstage-Segmenten, die es gibt, da gab es ja dann auch noch 2 Judgment Day Backstage-Segmente, gerade in Persona Kalito, dass du da das Gefühl hast, dass es innerhalb des Judgment Days mit dem Dazukommen von Raquel jetzt auch nur wieder mal 2 Fraktionen gibt. Und ich glaube, die eine Fraktion, oder sagen wir so, ich glaube, es gibt 3 Fraktionen im Judgment Day. Die eine Fraktion ist Liv, Raquel und Dom, die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist JD McDonagh und Finn Balor. Und dann gibt es da auch noch Kalito. Und Kalito, hast du das Gefühl, der wird von keinem akzeptiert. Weder von Raquel, wo er sich so ein bisschen anbounden wollte, so, das hat so mittelmäßig geklappt. Finn Balor fühlt sich auch ein bisschen benachteiligt, so irgendwie glaube ich, dass da auch schon wieder so eine Dreierkonstellation draus wird. Haben ja ihr neues Clubhaus jetzt, ne? Habt ihr das gesehen? Das Clubhaus sah komplett anders aus, unfassbar anders. Irgendwie habe ich das doofe Gefühl, dass man auf Flair wartet und die Zeit überbrückt, aber wie willst du, also willst du die an die Seite stellen von Rhea? Kannst du machen, ja, aber das ist, wie dominant willst du es denn noch haben? Du hast ja schon bei SmackDown mit Bianca und Jade so ein überdimensionales Tech-Team. Also das wäre ja noch kranker. Charlotte Flair und Rhea Ripley ist ja unbesiegbar. Wie soll das gehen? Wie habe ich das doof... Achso, das hat es schon. Ist wie Steini gesagt, hat, hast den Titel, trägst dann als Handtasche und hast gar kein gutes Showing, keinen Gegner. Als Frau sowieso nicht. Im Frauenroster hast du gerade sowieso keine Chance, irgendwas zu machen. Gar nix. Ganz kurz zu dem Backstage-Segment von Judgment Day. Ja... Kann man so machen. Ja, ist lustig. Dominic Mysterio fühlt sich anscheinend jetzt zu größeren Berufen und sagt, ey, was ist denn, wenn ich World Champion werde und Gunther besiege? Ja, gut. Fanden alle sehr, sehr lustig. Ich glaube, vor allem Kalito fand es sehr, sehr lustig. Was auch nachher passiert. Ich möchte sehen, wenn das passiert, Chat, wie ihr und wir dann darauf reagieren, wenn auf einmal Dominic Mysterio World Heavyweight Champion ist. Das wär's, oder? Durch irgendeinen dummen Zufall. So, weiß nicht, ein Pin, der aus Versehen durchgeht oder so, der nicht durchgehen sollte. Das wäre super. Das wäre richtig lustig. Da würde ich mich richtig... Irgendwie würde ich es ihm trotzdem gönnen, aber also es ist halt völlig absurd, zumindest. Genauso schlimm wie Jay als Champ? Nein. Also ganz ehrlich, den gehe ich nicht mit. Da gehe ich nicht mit. Ich sage Dominic Mysterio im Selling und im Charakter besser als Jay. Ich sag, wenn der als Champion da rausgeht, wirst du so viel Hass auf den ziehen, das wird nur geil. Ich möchte Dom tatsächlich irgendwann als Champ sehen.
Ich finde DomDom super. Ich finde, DomDom hat mit einer der krassesten Entwicklungen der letzten 2 Jahre gemacht. Gehe ich echt mit. Also ich finde, keiner hat sich so krass entwickelt wie Dominic Mysterio. Auch was diese Publikumsresonanz angeht und sich da auch immer wieder zu stellen und mit dem Publikum zu worken. Der hat eine der Main-Storylines gehabt. Ludwig vielleicht noch, ja. Aber natürlich noch weniger im Fokus, ne? DomDom war dick im Fokus. Der hat halt eine der Main-Storylines gehabt jetzt die letzten Monate. Und hat das gut gemacht. Also, ich bin DomDom-Fan. Sag ich ehrlich. Ich wusste damals schon, als ich das Foto gemacht habe, in welche Richtung das geht. Ja. Ja, die Backstage-Segmente, keine Ahnung. Fakt ist, dass Kalito gesagt hat, hey, DomDom, Entschuldigung, ich wollte dich nicht auslachen. Ich kümmere mich darum, dass du ein Match kriegst. Und dann kommt er wieder und sagt, hey, du hast ein Match. Ja. Gegen wen? Ja, gegen ehemaligen World Champion. Ach, okay. Und da geht's dann um den Number One Contender? Hm? Naja, ob es um den Number One Contender geht. Okay, aber gegen wen denn? Ja, das weiß ich gar nicht. Aber das Gute ist, DomDom, wenn du das Match gewinnst, kommst du dann in ein Number One Contender Match. Ah, das ist cool. Und es wird bestimmt nicht Damian Priest, Chat. Es wird bestimmt nicht Damian Priest nächste Woche. Also DomDom hat nächste Woche ein Match gegen einen Mystery-Gegner, der ehemaliger World Heavyweight Champ war. Ich habe die ganze Zeit im Kopf, Chat, könnte es nicht auch Finn sein? Finn Balor? Goldberg, um Himmels Willen, den hatte ich ja gar nicht mehr im Kopf. Oh, mach keinen Scheiß, mach keinen Goldberg da rein. Mach keinen Goldberg da rein. Den habe ich ja ganz vergessen. Ach du Heiliger. Bill Goldberg gegen Dominic Mysterio. Dann habe ich alles gesehen. Dann habe ich wirklich alles gesehen. Herr Jemine. Das wäre auch schon wieder lustig, ne? Das wäre eigentlich auch schon wieder lustig. Sag ich ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, wäre das auf jeden Fall so ein Moment, wo er sitzt und dich totlachst, dass er jetzt durch die Hölle muss gegen Goldberg. Das Problem ist, wenn Goldberg das gewinnt, ist er im Number One Contender Match. Weiß auch nicht, ob mir das gefällt. Dann müsste er wahrscheinlich dann gegen Damien ran und dann würde er natürlich gegen Damien gewinnen. Damit Goldberg gegen Gunther gehen kann. Ich würde es sogar nehmen. Also Goldberg gegen Dominik würde ich sogar nehmen. Ja, würde ich so echt feiern. Boah, stellt euch mal vor. Ich stelle mir das gerade so geil vor. Nächste Woche Montag Raw. Dominic Mysterio steht im Ring, weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Und dann ist auf einmal. Und du hörst so. Go. Mann, wer hat das gesagt? Ich will das jetzt haben. Jetzt will ich das wirklich haben. Schön, wie dem ist das so egal mit dem Ring. Der stößt sich ja nicht mal den Kopf beim Entrance. Der sagt einfach, der rennt wahrscheinlich rückwärts rein. Dann mache ich Raw aus, dann drehe ich Raw richtig laut auf. Das wird so geil. Oh Gott, wäre das geil. Das ist das einzige Goldberg-Match, was ich wirklich sehen möchte. Goldberg gegen Dominic Mysterio. Das wäre ja krank. Also das wäre ja richtig krank. Nehme ich. Gut gebuckt. Nehmen wir. Problem ist halt alles, was danach mit Goldberg passiert. Das ist so ein bisschen das Problem, Bodo. So, alles vorher, mach. Jackhammer, Spear, Dom Selling, bitte, ja. So. Okay, aber trotzdem, ich bin gespannt, wo das hingeht. Aber ich finde schon, dass du so leichte Zerwürfnisse spürst, auch im Judgment Day, dass ich da auch vielleicht nochmal was splitten könnte. Vielleicht sogar in eine Dreier-Konstellation. Ja, das nächste Match, sage ich euch ehrlich, werde ich nur kurz abhaken. Also wirklich nur kurz, weil ich das nicht so richtig verstehe. War Kalito nicht auch mal Champ? Ja, aber US oder Inter? US-Champ war der, glaube ich. Der war, glaube ich, nicht World Champ. War der World Champ? War Kalito World Champ? Nicht World Champ, ne? United. Boah, das wäre auch geil gewesen. Ey, drittes Match des Abends in der 2-Stunden-Episode von Raw. Um das schnell durchzubringen. LWO, Rey Mysterio und Dragon Lee gegen American Made, Julius Creed und Brutus Creed. Ja, ich bin, ging 11 Minuten, Match war stabil, wollen wir gar nicht drüber reden, war ein gutes Match. So ist Dragon Lee drin, ist Ray drin, ist American Made drin, also in dem Fall Brutus und Julius, das sind hervorragende Wrestler, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Tempo Rey Mysterio immer noch hat. Ich verstehe nicht, wie dieser Mann das macht. Vielleicht will ich es auch nicht verstehen, aber ich verstehe es nicht. Ich
bin mit meinen 35, bin natürlich auch wirklich, also ich sitze halt viel vorm Computer, ne? Aber wenn ich morgens ohne Rückenschmerzen aus dem Bett aufstehe, bin ich glücklich. Der Mann ist auf der 50 und macht irgendwelche Highfly-Moves und keine Ahnung. Es ist wirklich, der Typ ist ein Mysterium. Mysterio. Die Gags werden heute nicht besser. Aber das ist wirklich unglaublich. Verstehe aber tatsächlich den Ausgang nicht vom Match. Weil, ja, klar, weil es nächste Woche dann gegen New Day geht. Okay. Verstehe ich. Aber American Made hätte für mich tatsächlich den Sieg eher gebraucht. Also nach ihrer Wyatt Six Storyline, die sie nicht geholt haben, wo sie komplett unterlegen waren, dann haben sie mal eins gewonnen wieder. Und jetzt verlieren sie halt gegen ein zusammengewürfeltes Tag Team Rey Mysterio und Dragon Lee. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und finde das auch nicht cool. Weil die beiden halt echt gut, gerade Julius, echt gut im Ring ist. Match war wie gesagt gut. Kannst du alles so machen. Halt auch gute Wrestler drin, aber entscheidungstechnisch, I don't know. Ja, Storyline-technisch wegen Xavier und Kofi und sowas. Wahrscheinlich werden sie dann nächste Woche wird New Day das Match verlieren gegen LWO. Okay, ja. Aber hätten sie nicht auch einfach gegen American Made verlieren können und dann sich splitten? Also, ist das jetzt so wichtig? I don't know. Ich finde es schade halt für die beiden, weil ich die halt echt gerne im Ring sehe und ich möchte eigentlich viel mehr gerade von Julius sehen. Ja. Keine Ahnung. Ach nee, Viking Raiders sind ja auch noch mit drin, ne? Viking Raiders, New Day und LWO. Stimmt. So, ja, dann. Gut, dann hättest du halt. Dann hättest du mit New Day das Face-Team und mit American Made und War Raiders so ein bisschen die Heal-Fraktion drin. Ja, War Raiders, es tut mir ja leid. Könntest du ja auch machen. New Day ist ja trotzdem noch Face-ig. Hätte ich mehr gefühlt, sag ich euch ehrlich. Und wenn ich das so lese, fände ich das sogar von der Konstellation geiler. Viking Raiders, New Day und American Made würde ich sofort nehmen. Würde ich genau so nehmen. Naja, mal schauen. Mal schauen, wo das hingeht. Wie gesagt, ich verstehe den Ausgang nicht so ganz, aber vielleicht muss ich auch nicht. Vielleicht muss ich auch nicht. Es gab ein Aufeinandertreffen von dem Ring-General und Damian Priest, wo Damian bisschen, also erstmal, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das ja auch falsch im Kopf, ja? Ich habe ja eben schon mit Belief reingeschissen. Okay, verstehe ich. Nehme ich, ja? Schere, alles cool. Aber das Interview von Kofi Kelly und Gunther war für mich irgendwie ein Paradebeispiel dafür, dass irgendwas nicht gestimmt hat. Weil ich glaube, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat Kofi Kelly Gunther gefragt, was Gunther davon hält, dass Cody Rhodes ihn eingeladen hat. Und Gunther fängt erstmal damit an, darüber zu reden, was für ein hervorragender Champ Cody ja ist, aber natürlich niemals in seiner Liga. Und ich denke mir so, das ist eigentlich gar nicht die Frage gewesen, Gunther. Der holt 5 Minuten aus, um auf irgendeinen Punkt zu kommen und zum Ende zu sagen, ja, aber ich bin bei SmackDown. Der hat wirklich also so dermaßen ausgeholt. Ich weiß nicht, ob er irgendwie eine falsche Frage gestellt wurde oder ob er die falsche Skript genommen hat. Irgendwas war da nicht ganz stimmig in der ganzen Nummer. Ist aber auch nicht wichtig, hat eh keiner zugehört, denn es ging eigentlich nur darum, dass danach Damian Priest in die Kabine kommt und sagt, ey, Gunther, keine Sorge, ich bin nicht hier da, um dich zu attackieren. Mein Problem war mit dem Judgment Day, alles easy, alles cool, ja. Keine Sorge, passiert nichts. Ich komme, um mir deinen Titel zu holen, aber ich komme jetzt nicht sofort, sondern ich verdiene mir die Chance, den Titel zu gewinnen, um dann wieder zu werden El Campeón. Und wie Gunther dann weggeht und sagt, ja, El Campeón. Gunther ist so gut in den letzten Wochen. Gunther ist so selbstbewusst geworden in seiner ganzen Art und Weise. Feier ich wirklich tot. Ich glaube, da kommt noch nur ein Good for you, El Campeón, Good for you und geht dann. That's it. Und das war's mit dem Segment auch schon. Das heißt, da gibt's dann auch schon mal einen Teaser für die nächsten Wochen und Monate. Voraussichtlich. Die Frage ist natürlich, kann Gunther sich diesen wunderschönen Gürtel bei Crown Jewel schnappen? Machen wir zwar noch in der Preview, aber der ist ja wunderschön, der Gürtel. Traum. Ja, und dann sind wir auch schon und daran merkt man es dann auch wieder, dass das Raw nur noch 2 Stunden geht. Wir sind schon im Main Event und zwar Braun Breaker gegen Jey Heat.
Uso. Es geht um den Intercontinental Championship und das Match ging ganze 19 Minuten und 35 Sekunden. Das ist gerade für eine 2-Stunden-Show ein sehr, sehr langes Ding, ein sehr, sehr langes Match und wir bekommen schon wieder einen Titelwechsel. Braun Breaker ist neuer, alter, neuer, wieder nach wenigen Wochen, ich weiß gar nicht, 3-4 Wochen jetzt, wo es war, Champion. Neuer Intercontinental Champion. Und ich finde das sehr gut. Ich habe letzte Woche bei SmackDown noch gesagt, ich finde es gut, wenn Jay als Champion in die Fehde gehen wird. Weil man dann das Gefühl hat, dass Jimmy und Roman so ein bisschen bei ihm angekochen kommen müssen, weil er halt einfach der einzige Champ gerade ist, der einzige, der was vorzuweisen hat. Zeitgleich erklärt sich aber jetzt gerade auch, warum Braun Breaker für wenige Wochen den Titel mal abgeben musste. Damit man das halt überhaupt so aufbauen kann und ihm dann den Titel wieder wegnehmen kann. Und das Wichtigste, was er gerade hat, nachdem er 14 Jahre kein Champion war, dadurch wegnimmt, dass Jay gerade keinen Support hat. Im Gegensatz zu allen anderen. Das Match ist meiner Meinung nach unterdurchschnittlich. Ich fand das kein gutes Match. Sehr, sehr langsam für das, was da im Ring steht. Es gab 2-3 coole Aktionen, 2-3 coole Spots. Die sind aber auch alle von Braun Breaker ausgeführt worden. Wir haben eben das Match live geschaut im Stream. Also ich weiß, vielleicht ist es wieder Hate, aber ich finde Jey Uso im Ring fürchterlich. Und ich rede nicht mal nur von wenig Moves und sowas. Das kann ja auch, von mir aus ist das ein Ding. Aber im Laufe des Matches, das Selling von Jay ist wirklich furchtbar. Wirklich, wirklich furchtbar. Also ich habe keine Ahnung, was der sich dabei teilweise denkt. Ein, zwei Moves hat er sehr, sehr stark gesellt. Aber alleine schon den letzten Spear, wie der den nimmt, ist wirklich an... Also unterirdischer geht's nicht. Es tut mir leid, das muss ich so sagen. Wenn du auf der anderen Seite siehst, wie Braun Breaker den Spear frisst von Jay Uso... Und sich da komplett reinwirft, die Arme nach oben, hochspringt, sodass das richtig nach Impact aussieht. Und du siehst ein Paradebeispiel, wie Jay den nimmt, Arme nach unten, wie ein Häufchen Elend, wie ein Kartoffelsack, nasser Sack. Und es tut sich einfach nichts. Es tut sich einfach nichts und lässt sich einfach umrennen. Es ist fürchterlich. Wirklich. Ja. Keine Ahnung. So. Nachdem Jay da vor 2 Wochen irgendwie noch in der Promo gesagt hat, der hat mir den Spear geklaut und allem, I don't know. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt, warum das so ist, warum man das macht. Das ist für mich irgendwie ein schlechtes Zeichen. Ob man Angst hat, vielleicht ist er auch angeschlagen, keine Ahnung. Glaube ich jetzt erstmal nicht. Also sah jetzt im Match nicht so aus, als wäre er angeschlagen. Aber wenn du halt so ein Match hast und dich dann nicht voll reinwirfst, damit der andere gut aussieht, hat das für mich ein leichtes Geschmäckle. Ich finde das nicht cool. Ich finde das gar nicht cool. Ja, wie wird das Match entschieden? Bloodline greift ein. Ja, es sind alle da. Tongaloa, der sellt zum Beispiel einen Superkick von Jay, 11 von 10. Tamatonga ist da. Solo, der hat extra Tickets gekauft. Jacob haben die Tickets nicht so wirklich interessiert, weil der hat den Security-Mitarbeiter einfach niedergestreckt. Dann ist er reingekommen. Aber das Highlight in diesem Match ist neben dem Titelwechsel für mich persönlich, ja, kann auch jeder halten wie ein Dachdecker, egal, der Staredown zwischen Jacob Fatu und Braun Breaker. Ich möchte dieses Match letzte Woche schon gehabt haben. Ich möchte dieses Match spätestens nächste Woche haben. Mir ist egal, wann ich dieses Match habe. Von mir aus kommt Jacob Fatu ohne Storyline zu Raw und sagt, dich nehme ich. Ne? Soll hinten der ich. Weißt du? So. Egal. Mir ist egal, wie sie es machen. Mir ist egal, wann sie es machen. Nee, mir ist nicht egal, wann sie es machen. Sie sollen es zeitnah machen. Ich will 25 Minuten Braun Breaker, Jacob Fatu. Ich will es einfach sehen. Ich kann nicht warten. Ich bin da wie heißt Mördern oder Group Tackern. Schatz, ich kann nicht mehr warten. Gib mir das so schnell es geht. Ich bin heiß wie Frittenfett auf dieses Match. Ich will das jetzt sehen. Weil das kann halt ein Banger werden. Das ist so ein Match, da weißt du, es ist ein 5-Sterne-Match. Wie hat Steiner jetzt am Freitag gesagt, das hat jetzt schon 5 Sterne, obwohl es nicht mal angefangen hat. Aber habe tatsächlich auch Angst. Das ist so, das kann halt auch komplett in die Hose gehen. Aber das einfach in einem Streetfight mit Tischen, Leitern, Stühlen, Mülltonnen, noch mehr Tischen, Kettensäge, nee, egal was, mit allem drum und dran, so Bock drauf, das könnte ein richtiges Banger-Match werden.
Ja. Zu Jay habe ich, glaube ich, alles gesagt. Habe ich auch eben schon gesagt, als wir das Match angeschaut haben. Ich finde ihn einfach nicht gut. Er ist als Charakter cool. Er ist als Typ bestimmt auch cool. Das Yeet-Movement, alles schön, alles easy, alles toll. Aber vielleicht hat er auch wirklich irgendeine Verletzung. Vielleicht muss man ihm das noch zugute halten, dass er deswegen die Arme so unten lässt. Aber dann, weiß ich nicht, überleg dir ein anderes Finish. Mach doch irgendwie sowas wie irgendein Aufgabegriff oder sowas. Irgendwie sowas, das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas am Fuß oder am Bein ist. Und Bron Breakker geht dann aufs Bein, wenn du weißt, dass das halt eine Verletzung ist und der das nicht zählen kann. Das sah fürchterlich aus und das sieht halt auch Bron Breakker nicht gut mit aus. Beide Spears in den Matches sahen fürchterlich aus. Also der erste, den Solo erwischt, der sah ganz schlimm aus. Der ist eher eine Jumping Clothesline gewesen, eine Flying Clothesline. Und der zweite gegen Jay sieht auch nicht gut aus. So, und dadurch wirkst du halt auch dann in dem Moment als Bron Breakker nicht so geil als Champion. Und das ist sehr, sehr schade. Ein bisschen underwhelming. Ja, was ich aber gut finde, ist, dass wir endlich Tempo in die Titelregentschaften bekommen. Zumindest so ein bisschen, ja. Dann waren mal die Women's Tag Team Gürtel mal kurz weg, dann waren sie wieder da. US Champion und Intercontinental sind auch unterschiedlich. US Champion bleibt gerade erstmal, kann sich aber auch ändern. Aber dass man zumindest bei dem Titel jetzt ein bisschen fahrt, so dass ich auch bei einer Weekly jetzt schon zweimal das erlebt habe, dass die Titel wechseln, ist für mich erstmal ein gutes Zeichen, weil mein Kopf dann sagt, ey, Weeklies sind doch wieder für irgendwas da und auch in Weeklies kann was passieren. Das ist sehr, sehr gut. Das mag ich. Jay ist jetzt nur kurz Champion gewesen. Finde ich auch nicht schlimm. Hauptsache, er kann das mal für sich verbuchen und sagen, ich war ja Champion, auch wenn nur eine kurze Zeit. Kann er sich in ein paar Monaten irgendwann mal wiederholen. Aber das ist eigentlich nur dafür da gewesen, damit er so seinen Moment hat und damit er mit dem größten Gewinn seiner Karriere als Singles-Wrestler jetzt auch den, ne, wenn du hoch fliegst, kannst du auch tief fallen und der fällt jetzt ganz tief. Denn er ist alleine da, hat weder Jimmy noch Roman. Und die Attacke der Bloodline wird wahrscheinlich jetzt ausschlaggebend dafür sein, dass er sich dann doch Jimmy und Roman langsam annähern muss, weil auch er sonst keine Chance gegen die Bloodline hat. So einfach erzählt. Es ist jetzt doch ein bisschen schnell, finde ich. Also so die letzten Wochen zieht da das Tempo an. Auch ein Thema, was wir ja am Freitag angesprochen haben im Stream nach der SmackDown. Dass es irgendwie ein komisches Pacing ist, so erst voll weit weg. Dann kommen beide auf einmal wieder und auf einmal ist alles wieder so Reunion. So aus dem Nichts. So, da ist natürlich noch viel Platz. Ich gebe euch nochmal einen wilden Call mit, Chat. Für dieses ganze Bloodline-Segment, weil Stand jetzt hast du ja Tama, Solo, Jacob. Ja, Tama, genau. Also du hättest drei. Es gibt ja immer noch das Gerücht, dass noch jemand dazukommen soll, wie zum Beispiel Hikuleo oder halt in dem Fall The Rock. Ich möchte euch aber einen Call mitgeben noch. Nur mal so zum kleinen Denkanstoß. Hat jetzt nichts mit Raw zu tun, ja, entfernt mit Raw zu tun. Ja, was habe ich denn gesagt? Tonga, Jacob, Solo und Tama. Ja doch, vier. Habe ich schon gesagt? Ne, habe ich nicht gesagt? Vier, stimmt. Mit Tonga kann man doch vergessen. Sie sind vier, genau. Stand jetzt hier im Ring. Das heißt, egal was passiert, eine Person, ja, es zählen heute, eine Person würde fehlen. Wenn du Jimmy, Jay und Roman hast. Was glaubt ihr, gerne auch in den YouTube-Kommentaren, gerne auch hier im Chat, was das in Kevin Owens auslöst, wenn Sami Zayn sich dem da auch noch anschließt? Hilfe. Hilfe. Um Gottes Willen. Ich habe Angst. Wenn das auch noch passiert, dann ist, glaube ich, dann ist Zapfenstreich bei Kevin Owens. Und dann kannst du gar nichts mehr halten. Das geht mir den ganzen Tag schon durch den Kopf. Der dreht jetzt schon so frei bei Cody, für den er sich reingeworfen hat. Und Sammy ist nicht weit weg, denn Sammy ist der eigentlich, den du am ehesten noch in diese Bloodline holen müsstest, weil der halt die meiste Historie hat und auch verantwortlich dafür war, dass sie so erfolgreich waren. Wenn das versucht wird und KO das mitbekommt, dann weiß ich nicht, was passiert. Dann weiß ich wirklich nicht, was passiert. Ich glaube, dann dreht KO völlig am Rad. Ich glaube, dann ist alles offen
dann gibt es keine Grenzen mehr. Ja. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Fände ich auch geil für KO, weil danach kannst du ja... Stellt euch vor, Sammy macht das nur für dieses eine Survivor Series Match. Die holen das Ding, ist alles cool und Sammy ist dann wieder raus aus dieser Bloodline-Nummer. Der sagt, ich helfe euch einmal. Und dann... Hat ja KO noch ein Hütchen zu rupfen mit Sammy. Mit komplett viel Hass und Wut. Oh mein Gott. Ich wollte euch den nur mit auf den Weg geben. Ja. Könnt ihr drüber nachdenken? Könnt ihr gerne ein bisschen philosophieren? Um Himmels Willen habe ich da Bock drauf. Punkt. Ey, was sagen wir zu Raw? Ich fand's gut. Wir haben einen Titelwechsel, wir haben eine Storyline von der Bloodline weitererzählt, die jetzt wieder ein bisschen weiter gestrickt wird. Wir hatten die Wild Six in einem coolen Segment, Karrion Kross in einem coolen Segment. Ja, das Frauending okay. Ich finde aber, du kannst nicht viel aussetzen an der Raw. Für die 2 Stunden war das gut voll gepackt und es hat neue Sachen aufgemacht. Also, Wild Six sind da. Das Judgment Day Ding ist nochmal so eine andere Richtung geöffnet worden mit Carlito und auch mit Dominic Mysterio. Du hast einen neuen Champion. Du hast das Bloodline Ding weitererzählt. Ich fand nichts auszusetzen. Ich gehe mit einer sehr guten. Mir hat das gute Wrestling gefehlt. Das Tag-Team-Match der Männer war gut, obwohl das Frauen-Match war auch nicht so kacke. Das erste Match war auch nicht so schlecht. Es kriegt den Wild Six-Bonus, es kriegt eine 8,5. Ich wäre sonst mit einer 8 gegangen. Ich fand es eine sehr, sehr gute Raw. Eine sehr, sehr, sehr gute Raw. Gerade hinsichtlich dessen, dass ich die letzten Raw-Episoden eher fand, finde ich gerade auch New Day, Wild Six, Judgment Day, Xavier Woods, also du hast überall so noch ein kleines Sahnehäubchen draufgesetzt. Deswegen, gut. Ich hab sehr viel Bock. Und jetzt denkt nochmal über das KO-Ding nach. Ey. Gerne eure Bewertung unten in die Kommentare. Das war die kleine ist das nicht, 1:12. Raw Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freut euch auf die nächsten Wochen. Das kann ich euch auch schon mal mit auf YouTube mitteilen. Freut euch auf die nächsten Wochen. Ich sag mal so, you speak, I listen. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Abo dalassen, macht's gut auf YouTube und einen guten Kick.